Ah, na, der ein Stalker. Kommt zurück. Gerade wieder frisch in den Outskirts angekommen. Noch ein bisschen rumgereist. Noch ein bisschen Bubu gemacht. Die ganzen wichtigen Sachen für den Stalker. Und jetzt werden wir mal gucken, wie wir hier das Drehlock vom Militär lösen können. Und noch ein bisschen Ausrüstungsänderung betrieben. So, die standen ja hier eigentlich erstmal ganz friedlich. Hallo, schönen guten Tag. No? Ja, слушаю. No? Oh, Frieden gibt's. Kennengelernt, okay. So macht man das. Guck mal, das Drehlock. Hey, ist da der Lock? Ah, ich repräsentiere sie. Die Vereinigten Staaten! Ja, er bittet uns zu helfen gegen die ukrainische Government. Ja, wie sagt man? Regierung. Ну рассказывай давай. Ja, die Zone hat einen schönen Sinn von Humor. Von einer Regierung zur anderen. Ja. Ah, ja, okay. Es gibt keinen Grund, dass noch mehr Leute sterben. Das ist, ja, die Möglichkeit halt, das unter internationales Management zu stellen. Die Zone und nicht nur durch die Ukraine. Wie kann ich hier glauben? Also, woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Ob er halt Bock hat, weiter bis ans Ende seines Lebens vom ukrainischen Militär festgehalten zu werden. Oh, okay, er willigt ein und er möchte aber halt eine Gegenleistung. Er möchte weggeführt werden. Zum Roten Wald, okay. Das ist eine Todeszone, aber er kennt sich in der Gegend aus. Und dadurch, dass das Militär das dann nicht weiter verfolgt. Oder schwer zu finden hat, so. Okay, also sein Wissen im Tausch gegen seine Sicherheit. Los geht's. Okay, krass, so einfach. Und ihr habt jetzt ja nichts dagegen, wenn ich jetzt mit Strelok abzische, oder wie? Ja, das soll gut. Dann machen wir das doch gleich mal wieder. Mal kurz hier umgucken noch. Ich war ja hier noch nie weiter. Ah, kick mal. Schon ein paar Ibus in der Küchenauslage. Das ist mal gut. Also heimlich verteilt. Oh, perfekt. Angepasst für meine Waffe. Schöner fetter Emailletopf, ey. Ist hier noch was? So, wie planen wir denn unsere Route, Leute? Ich hätte ja Bock. Ich würde hier nur drüben bei den Söldnern das abgeben. Und ein Versteck hier in diesem komischen. Ich glaube, das ist ein Grocery Markt, ne? Oder. Nee. Ach, war doch immer. Da gehen wir jetzt hin. Müsste ja gleich hier drüben sein und dann machen wir uns auf den Weg zum Roten Wald. Vielleicht nur einen kurzen Abstecher direkt nach Privat, weil da lauert noch ein Goldversteck.
Oh, scheiße, habt ihr das gehört? Strelok? Ich hab den besten Stalker der Welt eigentlich an meiner Seite. Hier muss ich mir keine Sorgen machen. Was war denn das gerade? Die schleichen sich ja immer so beschissen an, die Chimären. Die kommt dann wieder, wenn wir am anderen Ende der Karte sind. Oh, sag nicht, das ist da unter. Ich glaube, anders kommt man hier gar nicht rein, ne? Muss man da auch machen in irgendeinem Teil. Da muss man da irgendwo hier außen einsteigen? Gibt es einen Zugang? Über irgendeinen Schacht? Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo das ist. Und dann kommst du unter das Gebäude. Und dann im Inneren halt raus. I need to eat something. Ja, gleich. Uns frisches Fleisch zubereitet. Hallo Leute, lasst mal den Stalker in Ruhe, den ich bei hab. Ah, ihr seid ja hier nicht so fies finster drauf, ne? Okay, speichern? Warum nicht? So, wer kriegt denn das hier? Du alte quietschende Holztür. Ach ja, der wollte ja auch noch Dinger haben. Die Dokumente aus dem Labor. Ja. Ich erinnere. Sie, Sir? Alter, er hat ja die richtige Auswahl. Das habe ich jetzt drauf, glaube ich. Junge. Nicht schlecht, yo. Ja, ich esse gleich. Krieg ich hier für den Schalldämpfer? Oh, wesentlich mehr. Den ganzen Scheiße loswerden. Zack. Ich habe nochmal per Mod so ein neues Interface ausprobiert, aber. Also, ich fand es eigentlich richtig gut. Aber das beißt sich ein bisschen mit den ganzen Installationen, die man schon drauf hat. Ansonsten fand ich das irre gut. Das hat so ein paar alte Sounds wiedergeholt mit dem PDA und so. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber wie gesagt, das stand so ein bisschen im Konflikt. Und das konnte ich nicht richtig deaktivieren. Das fand ich auch doof. Also klar, wenn man da wieder ein bisschen mehr rumgefummelt hätte, geht das bestimmt immer alles. Aber für mich zu faul. Wollen wir mit Strelok ein paar Monolithe abknallen? Eigentlich schon, ne? Ich möchte sowieso nie in den Untergrund. Von hier, vom Radar kommen wir dann in den roten Wald. Ja, los, komm. Dann machen wir das so. Dann gehen wir jetzt über Privat. Kloppen uns da ein bisschen und suchen ein Versteck. Das macht man eh viel zu selten.
vorbei, nicht der Übergang? Bescheuert? Falsche Stelle? Ach du Scheiße, wir müssen ja viel, viel höher. Oh, hier ist ja wieder von Zombies auf den Sack. So, irgendwer hockt da hier immer. Ja, ja, ja. Und was ist es? Oh, das war kein Zombie. Der öffnet sehr schnell das Feuer. Was ist denn der Kollege hin hier? Alter, Strelok, dein... Ach! God fucking damn it, I'm empty! Ja, das Problem war eigentlich Strelok, Alter. Was ist dein Scheckhass? Oh, könnt ihr schon wieder brechen, ne, wenn ich das sehe? Digga, ist das dein Ernst? But I think they're still breathing. Damn it. Is no mehr. Eieiei. Da haben wir unsere Legende, ey. Hey, okay. Ach Gott, habe ich gar nicht vermisst, ne? Zombies müssen aufpassen, ne? Manche sind so stumpf, die stehen dann einfach weiter in ihrer Ecke. Uiui. Schwer bewaffneter Zombie. Schwer schon kassiert hier, ey. Na, da hinten jetzt raus. Wie wird das nochmal? Ach, scheiße. Ja, genau. Ey, wirklich, ist ja. Ja, damit möchte ich euch jetzt nicht belasten, Alter. Das ist so dumm, ey. Das alte Aufnahmeprogramm, das musst du nicht anmachen. Ja, was ich grundsätzlich übel cool finde, weil das erspart dir einfach immer einen Schritt. Und du musst ja nicht dran denken. Und ich wollte es noch nicht deinstallieren, aber egal auf welche Taste ich jetzt das Aufnehmen lege, ja. Ich treffe immer wieder, ich brauche irgendwann immer wieder diese Taste. Ich habe das jetzt schon 3-4 Mal verlegt. Und jedes Mal nutze ich dann aus Versehen eine Taste. Du denkst immer, ich packe das immer irgendwo hin und denke mir so, ah, die Taste brauchst du nicht. Dann spielst du irgendwas. Und dann brauchst du genau diese Taste. Ah, zum Kotzen, Alter. Das habe ich gerade in der Aufnahme aufgenommen. Das hat, glaube ich, auch noch keiner geschafft. Ah! Oh!
Mann! Scheiße! Hast du gerade schon so schön aufgeregt? Ja, Mann, ey. Hallo. Schön, dass du da bist. Nicht cool, Mann. Komme ich denn jetzt hier raus? Ich muss runter, ne? Ah, das ist mies. Kommt hier einfach her und erschreckt mich. Meine Business-Maus war eigentlich bei einem Geschäftsessen. Ich dachte, die kommt viel später. Schreckt die mich hier einfach. Okay. Oh, ist ja direkt am Riesenrad, hä? Unser guten Versteck. Astrelak, kommt dir bekannt vor hier? Ich liefere dich jetzt an die Monolithe aus. Cool, hier im Kinderdings. Oder unter dem Kinderdings. Bin jetzt genau drauf. Was ist denn der Scheiß? Irgendwo oben drauf. Blattwerk, ey. Oh, warte, hier ist was. Ah, guck mal hier. Komm, er hat es doch gerade schon angezeigt. Jetzt. Der Anzug, den wir schon haben. Und Dragunov. Ich kann irgendwie auch viel zu selten so ein richtiges Sniper-Gewehr habe ich glaube ich auch noch nie gehabt. So, da hinten müsste ja alles voll mit Monolith sein. Und hier auch. Und da und hier. Gibt es dann bei denen in der Nähe noch was zu holen? Mitten in der Basis. Da ist ein Versteck. Wir können ja kurz ein bisschen Streit anfangen und dann verpissen wir uns hier durch diese Tiefgarage Richtung Radar. Mal gucken, wer so Lust hat, sich mit uns anzulegen. Aber sieht hier noch sehr, sehr entspannt aus, ne? Normalerweise hast du doch immer schon hier die ersten Clowns. Mal eine Granate drin schmeißen da oben bei den Affen. Ich speichere mal. Einfach mal nur zum Spaß. Also einen Freundschaftsbesuch machen. Was haben wir denn eigentlich so?
Ja, wir sind ja nicht so gut ausgestattet. Zeit, dass wir da mal drin schmeißen. Zwirbisch. Ganz ruhig, Jungs. Reloading. Gastrilock! Ha! Scheiße! Oh, wie kacke kann man sein, Alter! Ich bin die Legende der Zone, ich habe alles gesehen und weiß alles. Ich renn wie ein Blödmann in alle Leute rein. Das ist ein Held, ey. Mann, Mann, Mann. Ist der mächtige Idolon. Bin alle. Hör ihn jetzt ja. Ach, das Scheiße. Den kann man bestimmt nicht einfach so umbringen, ne? Ah, ist ja auch egal. Alter. Oh, war das schon wieder so eine herrliche Vorführung der Mitsträter-KI. Gott, lass uns ihn bloß wegbringen, Alter. Krieg ja richtig schlechte Laune hier. So ein Drecksnoob. So, mal gucken, ob hier der obligatorische zurückgelassene Monolith steht. Nee, heute nicht, Leute. Heute kein Dienst. Aber eine scheiß Töle. Also im Ernst? In deinen kleinen Hundepopo. Strelok, I need to reload. Nee, 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 du musst dich jetzt nicht anfangen zu schlagen. Eben hat dich das auch nicht interessiert, Mann. Das ist so ein Lappen, Alter. So, und er sucht sich jetzt wieder Dittylände zum Kämpfen aus, was so ja keinen Sinn macht, ne? Haben wir den jetzt? Das kommt von links irgendwo. I need to reload. Okay, Stellok hat sie beruhigt. Oder auch nicht richtig. Hm. Ich geh schnell die Körper checken.
Die haben ja doch immer übel Zeug bei. Okay. Digga. So, Tiefgarage haben wir gesagt. Da hatte ich auch ein übelst lustiges Gefecht. Da war auch wieder so ein Monolith-Experte oder eine Legende. Auf jeden Fall in einem Exo unterwegs. Und der wurde von der Chimäre angegriffen. Der lebt noch. Und ja, das ist da die übelst wilde Sache im Brand. Da hat eine Granate hochgeschmissen. Ich war unten in dieser Tiefgarage. Hab dann den Monolith damit getötet. Alter, der ist ja riesig. Die Modelle sind echt geil, ey. Ja, und dann ist die Chimäre auf mir los, ne? Und die war dann natürlich nicht alleine. Die hat dann noch zwei Hunde und eine Katze mitgebracht. Oh, da war da was los in der Tiefgarage, ne? Aber ich hab das irgendwie so lösen können, dass ich nicht einen Treffer erhalten habe. Und danach muss ich erstmal durchatmen. Oh, Digga! Ich habe die falsche Munition drin. Kannst du kurz warten? Das ist sonderbar, ey. George Prometheus. Meister. Meisterlich verkackt, Alter. Die haben irgendwie eine Vorliebe für dieses Fleisch, ne? Schön mit Strahlung drin. Aber wenn du das nicht hast, dann kannst du kein Monolith werden. Und nicht in den Teil der Zone operieren. Ich pack schon mal den Boomstick aus. Schon mehr speichern, ja. Hier war das. Da fand ich auch so cool, weil ich bin ja hier nicht so oft unterwegs, ja. Da habe ich erstmal ganz in Ruhe die Schule angeguckt und so. Oh, ah, ist ein Lurker. Warum sind die ja so entspannt unterwegs heute? Genau. Das meine ich, es wäre krass, wenn es noch viel zufälliger wäre, ne? Wenn jetzt einfach auch Monolithen da oben sicher ein Feuer bauen und da sitzen könnten. Weil du hast immer so die vorgefertigten Positionen. Das wär viel spannender, wenn du dann wirklich auch die Fenster abchecken müsstest. Ah, Digga. Ich wusste schon, als ich nur vorhatte, den Kampf zu eröffnen, wusste ich schon, wie das läuft. Naja, du hast mir jetzt nur zwei Headshots gegeben. Ich sehe da jetzt nicht. Ist das gut? Schickt euch in den Arsch, ey. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Quatsch. Vor allem mit der Krokette hier an meiner Seite, ey. Entschuldigung, die hat die Uwe, ja.
Ja, Enno geht's raus. Scheiß auf die Kunden, ey. Da bin ich nicht nötig, mir mit ihnen zu kloppen, den ich schon dreimal erschossen habe. Wo kommen wir denn da eigentlich raus? An der Straße, ne? An diesem, die zu der Bushaltestelle führt. Jip, 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 jip. Ah, das wird bestimmt auch wieder extrem unschön. Aber das würde ich gerne noch kurz mit euch machen. Kurz mal den Helm hier zusammenkleistern. Drin, ja. Das ist ja nicht, was sein Problem eben war. Ist ja erstaunlich frei hier. Wie hieß er? Aber du bist doch tot, oder? Maria. War eine Frau. Maria Wolf. Mein Lay wieder mein Reparaturmaterial wieder gekriegt. Der Feuer für uns gemacht. Das ist natürlich nett. Dann kommen wir öfter vorbei. Ah, KP, guck mal, das brauche ich noch. Ey, manche von denen sind aber ausgerüstet, ey. Boah, endlich mal wieder ein Stim. Wir haben gleich geschafft. Jetzt müssen wir bloß noch diesen ollen Snipern ausweichen. Armes Programm, Junge. So, diesmal jetzt für uns nicht über die Mauer.
Drehlock, oder? Komm her. Scheiße. Ah, oh, mit dem Busch ist richtig kacke hier. One down! Der lässt jetzt abknallen, da ich schwört. Hier müsste man hier warten. Oh nein. Man müsste, aber man kann nicht. Ich muss. Mein Strider kriegt Blut, das seht zu, Alter. Das ist so ein Idiot, Alter. Leute, wir machen hier Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh.